Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein kleines Video zu einer Essence LE und zwar habe ich die freundlicherweise zugeschickt bekommen und ich dachte, ich zeige sie euch, weil sie, glaube ich, immer noch erhältlich ist, was ich hoffe. Und zwar ist das die Hello Autumn LE und das passt ja perfekt zum Herbstanfang. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und zwar... würde ich sagen, fangen wir an mit der Palette. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Und zwar ist es eine Eyeshadow-Palette in der Farbe 01 Walk in the Park. Und es hat sehr, sehr schöne Farben. Ich habe sie auch schon benutzt. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Herbsttöne von Creme zu Gold zu einem hellen Braun. Und dann nochmal drei verschiedenen dunkleren Brauntönen. Ein bisschen wärmer und ein bisschen kühleres, dunkles Braun. Und die sind wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Und sehr, sehr schön schimmernd. Also hier habe ich mal zwei. Und die schimmern sehr, sehr schön, sind wirklich gut pigmentiert. Kann man sehr, sehr schöne Looks mit schminken. Für den Alltag ist das perfekt. Ich liebe diese Palette. Also habe ich wirklich jetzt fürs Büro, für den Alltag schon sehr, sehr häufig benutzt. Das zu der Palette. Dann haben wir ein Augenbrauen-Set und zwar auch 02 Walk in the Park. Das ist so ein Augenbrauen-Set und zwar sind das, das muss ich mal aufmachen, weil ich habe es noch nicht benutzt, weil ich leider Puder, Augenbrauenpuder nicht so mag. Ich benutze ja immer einen Augenbrauenstift. Und zwar sind das hier einfach zwei verschiedene Brauntöne, einen helleren, einen dunkleren und hier ist dann noch so ein Highlighter-Ton. Und das kann man dann entweder unter die Augenbraue machen oder auch so hier ins innere Augenlid. Und ich swatche es jetzt mal nicht, aber der Highlighter sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht doch mal benutze. Man kann ja auch Augenbrauenpuder, das ist ja ein schönes Matt, auch als Lidschatten verwenden. Kann man ja auch mal zweckentfremden. Aber vielleicht hebe ich auch das ein oder andere mal auf für eine Verlosung oder schau mal, ob es Freundinnen von mir gebrauchen können. Und das war das Augenbrauenpuder. Dann gibt es ein Multicolor Powder und zwar in der Farbe 01 Autumn and the City. Das hat ein sehr, sehr schönes Muster und zwar sind das so Blätter. Das passt ja also zum Herbst wirklich perfekt. Es sieht jetzt hier eher aus wie ein Mosaikpuder, aber es sind wie gesagt kleine Blätter und es sind verschiedene Farben in Goldtonen, Cremetonen, Braunton und das ist wirklich ein... sehr, sehr schönes Puder. Also ich benutze es aber eher als Highlighter, weil ich weiß nicht genau, für was das Multicolor Powder, was man damit macht. Geschmeidiges, dezent Schimmerpartikel. Ja, also ich denke nicht, dass es so als Puder gedacht ist, weil dafür schimmert es wirklich zu sehr, weil es wirklich einen, hat einfach nur einen Goldschimmer. Also wenn ich das überall verwenden würde, das finde ich nichts. Als Rouge ist es viel zu hell. Also ich habe es schon benutzt, aber wie gesagt, immer nur einfach so, ja, als Highlighter. Also ich weiß nicht, ob man das, ob es das sein soll oder nicht, aber ich habe es verwendet als Highlighter und ich habe es wirklich schon ein paar Mal benutzt. Deswegen sieht man auch schon gar nicht mehr so schön die Blätterform, weil ich natürlich schon öfter mit dem Pinsel drüber bin. Und hat einfach einen schönen Goldschimmer und ich habe das einfach nur immer so hier drüber gemacht, über die Wangen als Highlighter. Ich glitzer schon überall. Und dann haben wir hier ein Blush. Und das zwar ist es die Farbe 01 Beautiful Red. Und das ist ein das farbangleichende Puder, wo es reagiert mit dem pH-Wert der Haut, wodurch ein individueller, natürlicher Pinkton entsteht. Das habe ich gemerkt, aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie nicht so meins. Also wie gesagt, wenn man jetzt so direkt mal reingeht... der ist wirklich sehr, sehr hell. Es ist ein ganz, ganz helles Rosa. Durch meine Softbox hier sieht es weiß aus, aber es ist ein wirklich helles Rosa. Hat Schimmerpartikel. Wenn ich da jetzt reingehe, wird es natürlich ein bisschen dunkler, weil es soll wohl irgendwie mit der Haut reagieren. Und dann wird es zwar so ein Rosa, so ein Babyrosa, aber es ist mir zu... Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich kaum sehen. Ich weiß nicht, ob das so direkt mit der Haut reagiert. Ich habe es auch nur einmal verwendet, weil es mir einfach zu ein Babypink war. Ist nicht so meins, aber eigentlich ist es eine schöne frische Farbe, aber für mich jetzt sogar eher was für den Frühling, weil es so ein helles Rosa ist und so dezent. Also auch wenn es mit der Haut reagiert, vielleicht reagiert es bei manchen so, dass es richtig dunkel wird. Also bei mir ist es jetzt einfach, es hat reagiert, es reagiert auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr viel dunkler als das, was hier im Tiegel ist. Aber es ist halt so ein Babyrosa. Ich weiß nicht, ich muss es mal vielleicht noch ein bisschen öfter testen. So, ich habe es einmal versucht und fand es irgendwie ein bisschen komisch.
Und ich finde auch, dass es eher eine Frühlingsfarbe ist, weil es mir zu Babypink ist. Ich finde, es passt nicht so ganz in den Herbst. Also ich finde irgendwie zu diesen ganzen Brauntönen und so weiter passt dieses Babyrosa irgendwie nicht. Ja, und dann ganz interessant waren drei Nagellacke dabei, und zwar mit einem Thermoeffekt-Finish. Das gab es auch schon mal in der LE, da habe ich mir einen gekauft und der ging dann, der war lila und pink, und zwar ist es dann in Kontakt mit Wasser zum Beispiel, also warmem Wasser, da ist er pink geworden, mit kaltem Wasser ist er lila geworden. Und so sind die jetzt alle. Das sind drei Stück, und das sind alles Thermolacke, die quasi mit warm, kalt, Berührung die Farbe verändern. Und zwar haben wir hier einmal die Farbe 01, das Beautiful Red. Und da oben ist auf dem kleinen Aufkleber so ein kleiner Farbverlauf abgebildet. Und da oben steht Cold und unten Hot. Da kann man dann schon mal sehen, hier oben ist ein sehr, sehr dunkles Rot. Und hier unten wird es dann ein helleres Rot. Sprich, mit Cold ist es dann dunkler und mit Hot wird es dann rot. Das muss ich echt mal austesten, finde ich richtig spannend. Dann haben wir hier die Farbe 05 Autumn in the City, und das ist so ein Grünton, ein, ja, ich weiß nicht, Grün-Gold würde ich sagen, also so ein Senfgrün mit goldenem Schimmer, und hier oben ist natürlich auch einfach heller und dunkler. Das sind jetzt keine zwei verschiedenen Farben, wie bei meinem, der lila und pink geworden ist, sondern es verändert einfach nur innerhalb der Farbnuance die Farbe zwischen hell und dunkel. Also hier wird es dann hell und dunkel. Und das gleiche haben wir nochmal hier, und zwar ist das die Nummer 03, Charlie Seen in Green. Und das ist so ein Mintgrün, wie ich finde, jetzt auch nicht so ganz in den Herbst passt, weil Mintgrün oder solche hellen, das ist schon eher so ein Pastellton, passt für mich auch eher in den Frühling. Ich meine, diese beiden Farben sind schon natürlich typisch Herbst, aber das nicht so. Aber ist egal, es hat so eine schöne Farbe, ob jetzt Herbst oder nicht. Ich meine nur wegen dem Thema Herbst. Und da ist einfach bei Cold ist es ein bisschen dunkler und bei Hot ist es ein bisschen heller. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Die werde ich mal auftragen. Die habe ich jetzt noch nicht getestet, wie sich das dann verhält. Und vor allem, ich habe den damals gar nicht so lange drauf gehabt. Man wäscht sich ja jetzt nicht ständig die Hände. Ich weiß gar nicht, wie lange das immer gehalten hat, wenn es sich verändert hat, die Farbe, wie lange das gehalten hat. Und ist aber eine ganz coole Idee. Und das letzte Produkt ist ein Eye-Pencil, und zwar die Farbe 02 Charlie Seen in Green. Und das ist ein grüner Eye-Pencil, was ich sehr cool finde. Ich bin ja momentan auf dem grünen Trip, wie ihr sehen könnt. Ich habe grüne Haare und suche natürlich immer sehr, sehr gerne jetzt Kajal und Eye-Pencil. Da habe ich mir jetzt sehr, sehr viele in letzter Zeit gekauft, die grün sind oder grün schimmern oder grüne Nagellacke und alles Mögliche, was dazu passt, und habe ein bisschen auch mein Augen-Make-up daran angepasst, und deswegen habe ich mich gefreut und den habe ich auch schon einmal verwendet. Es ist ein relativ, ja, ich würde sagen, so ein dreckiges Grün, also eher so ein Moosgrün. Es ist sehr, sehr dunkel und ist jetzt nicht so ein strahlendes Grasgrün, sondern ich würde eher sagen so ein Laub-Moosgrün, und finde ich aber sehr, sehr schön. Und da hinten ist dann auch noch so ein Smudger, oder wie man es nennt, dabei, den habe ich auch schon benutzt. Da kann man dann einfach so ein bisschen das Ganze verwischen, und ich mache das ja oft am unteren Augenkranz oder auch als Eyeliner-Ersatz. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das ist eine gelungene LE, finde ich richtig süß und passend für den Herbst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr von der LE auch schon was gekauft, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ich verlinke euch hier unten meine letzten beiden Videos. Schaut da auch mal vorbei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.